Moin, moin, was für eine Überraschung am heutigen Donnerstag. Die US-Wahl ist immer noch nicht entschieden, ja. Und Donald Trump ist immer noch der Meinung, dass er gewinnt. Joe Biden äh, baut seinen Vorsprung ein klein wenig aus und trotzdem gibt es noch keinen Grund, irgendetwas hier, ja, sage ich mal, mit Zahlen festzunageln. Also, yep, es bleibt hochspannend in den USA. Das machen wir uns morgen übrigens auch mal so ein... So ein bisschen zum Thema. Ich mache morgen äh, nach, dem, äh, nach der Marktbesprechung bzw. der Besprechung der morgigen Handelsideen mal so ein bisschen das Thema auch auf Fragen und Antworten. Äh, ich habe ein paar Sachen auf der Uhr, die ich auch am Rande äh, gestellt bekommen habe, äh, wo wir einfach mal drauf schauen, was bedeutet beispielsweise Biden ähm, für die US-Wirtschaft? Wo legt er seinen, seinen Fokus hin? Da geht es auch ein bisschen um das Thema äh, Indizes. Also das wird äh, interessant zu sehen sein. Das besprechen wir morgen dann in aller Ruhe, äh, sozusagen nach ja, der Besprechung der aktuellen Handelsideen. Damit ja, machen wir mit den Dingen weiter, die für heute wichtig sind. Und hier im Hintergrund, da sehen wir es schon. Der Fakt für heute, der DAX ist absolut im Rallye-Modus. Er kennt momentan kein Halten mehr. Äh, trotz des unklaren Wahlausgangs bisher schießt das Ganze einfach nur nach oben. Ja. <laughs> muss man sehen. Äh, Gründe dafür äh, habe ich jetzt äh, sozusagen keine gefunden, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt hier ein Medikament gegen Covid-19, ja, ist ja nichts da. Vielleicht ist das einfach nur ein Squeeze ähm, der Shorties. Äh, keine Ahnung. Wir werden sehen, wo es hingeht. Wir haben aber auf alle Fälle durch diese hohe Volatilität, das haben wir ja im Vorfeld auch schon angekündigt, doch einiges an Bewegungspotenzial und genau das sehen wir gerade hier in diesem initialen Move von unten raus. Es wird dann allerdings spannend, wie es weitergeht. Und das schauen wir uns gleich in den Details an. Dazu noch ein bisschen was vom Währungsmarkt heute. Auf der Uhr habe ich heute mitgebracht oder auf die Liste ein bisschen was wieder aus der zweiten Reihe. Warum schaue ich momentan auf die zweite Reihe? Bei den großen Währungen, bei den Majors, da sind momentan einfach so viele Bewegungen drin, die, naja... Extrem stark, zack, in eine Richtung, dann wieder zack, in die andere Richtung laufen. Ja, das ist ein bisschen tricky für nachhaltige Trading-Systeme beziehungsweise wenn man es tradet, dann nur in den kleinsten Zeiteinheiten. Und weil ich ja hier bei uns in der Sendung halt nicht nur die kleinsten Zeiteinheiten beleuchten möchte, sondern wirklich auch das nachhaltig für diejenigen, die nicht im Minutenchart oder fünf minuten chart traden können, sondern einfach sagen, hey, guys, wir haben hier einen Stundentrend, der läuft schön, den können wir zur Planung nutzen oder sogar den Tagestrend dazu nutzen, das macht es natürlich charmanter. Das können die kurzfristigen Trader auch alles umsetzen, aber die Swing-Trader, die nebenberuflichen Trader, die ja hier auch immer mehr zuschauen. Und da freue ich mich riesig drüber über das Wachstum. Auch bitte empfehlen Sie uns ja weiter, weil die wachsende Community macht auch einfach Spaß. Und damit merkt man einfach auch, dass das Thema im Trading funktioniert: die richtigen Analysen, dann die Setups drauf abzustellen. Das passt alles. Also danke dafür. Und wir schauen heute bei den Währungen auf. Jetzt festhalten, anschnallen: Euro, Singapur, Dollar und Australien und Neuseel. Und natürlich an dieser, ja, muss ich sagen, Uh, Stelle gerne, jetzt habe ich den Faden von den ein oder anderen Wunschmark rein in die Chats bitte auf Zoom oder auch auf Facebook. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne. So, ha, Facebook, tja, Guys, das erste Battle des Tages ist schon mal uh, entschieden. Christian, du warst nicht der Erste. Gut, wir machen weiter hier an dieser Stelle mit dem Risikohinweis. Ich bitte wie immer am Morgen in Gänze zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir hier ähm, an dieser Stelle zu den Tagesnachrichten. Ja. Und da wartet ja diese Woche noch einiges auf uns. Ja. Wir haben die US-Wahl, die ist da. Heute die FED. Ja. Gestern äh, gab es ein bisschen was schon zum Arbeitsmarkt. Morgen die Non-Farm-Payrolls. Also es bleibt wirklich auch sehr, sehr spannender Markt neben ähm, der Börse. Wir haben äh, die Briten heute schon da gehabt. Die haben ihr, ähm, ihr kaufprogramm ausgeweitet. Stehen also auch hier Spalier bei Stange, äh, um der Wirtschaft, äh, ja, sage ich mal, soweit, wie es geht, Unterstützung zu bieten. Die Zins, der Zinsentscheid ist geblieben, wie er war. Da gab es keine Änderung ähm, an dieser Stelle. Also diese Dinge sind durch. Wir sehen also hier eine weitere Notenbank, die wirklich alles versucht, der lahmenden Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Wir wissen es ja, die Briten haben nicht nur mit Covid-19 zu kämpfen, sondern die Briten haben auch damit zu kämpfen, wie sie das Thema Brexit bewältigt bekommen. Eine Menge Arbeit hier zu tun. Ansonsten 8 Uhr gab es hier bei uns aus Deutschland die aktuellen Daten zum Auftragseingang in der Industrie. Tja, und der Gaul lahmt momentan auch ganz schön stark. Wir haben im letzten Monat eine schöne Überraschung, ein Wachstum von 4,9 Prozent bekommen. Die Prognose war 2, jetzt sind es 0,5 Prozent. Also da ist nicht alles da, wo es eigentlich sein sollte, aber wir kennen ja auch einige Gründe, weshalb das Ganze so ist und das hat halt mit dem Virus zu tun. Ähm, die Unternehmenslenker wissen das auch. Es bleibt aber trotzdem relativ schwierig. Was gibt es heute noch? Wir bekommen aus Großbritannien hier den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe. Also gebaut wird in, äh, in, den Großbr in Großbritannien natürlich auch. Und da wird es natürlich interessant, wie sich dieser Markt entwickelt. Wir sehen jetzt halt hier bei uns in Deutschland, ja, wir haben auch einen massiven Bauboom. Wir sehen es auch in den USA. Die niedrigen Zinsen helfen da immer wieder. Deswegen ist das ein wichtiger Stützer für die Wirtschaft. Und das Ganze sollte man so ein bisschen mit im Blick behalten. 14:30 Uhr gibt es die Erstanträge. Auf Arbeitslosenhilfe in den USA und am Abend dann das FOMC-Statement, den Zinsentscheid und die Pressekonferenz. Und das wird auch wieder sehr, sehr spannend in diesem Zusammenhang, wie sich die FED jetzt ändert. Aber ich glaube, Bevor hier kein festes Wahlergebnis dasteht, wird es auch keine, sage ich mal, extrem richtungsweisenden Statements geben. Wir werden sehen, wie es wird. Es bleibt also ein hoher, hoher Spannungsbogen auch am heutigen Donnerstag. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt mal rüber zu den Währungen. Ich sehe auch schon hier an dieser Stelle, Euro kann, Dollar wird gewünscht und dann hier den DAX. So, genau die Fragen zu den Indizes. Wir bekommen auch noch äh, das Thema, warum gestern die Bonds in den USA so angestiegen sind. Habe ich gar nicht nachgeschaut, äh, dass das so passiert ist. Ähm, das nehme ich mir mal an. Äh, die, äh, das gucke ich mir an. Das ist jetzt eine Sache, da muss ich mal ein bisschen recherchieren, ähm, an was das liegt. Also Bonds steigen ja ähm, in der Regel immer dann, wenn die Nachfrage steigt. Also jetzt ohne mal zu recherchieren, will ich mal ein paar Gründe eruieren. Ich weiß natürlich nicht, was die Einzelteile davon sind. Wie schon gesagt, ich hatte das gestern auch überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm. Aber es ist bei den bei den Bonds ist es halt so, es gibt halt diverse Stellschrauben. Die das Ganze sozusagen ähm, auch mitbringen. Ähm, und äh, gestern ist in, in den USA ja so ziemlich alles gestiegen. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, das Thema der Bonds, für die, die das nicht kennen, wir gehen gleich auf den DAX ein. Also bitte hier, oh, <laughs> der rennt wie Bolle. Ähm, passt auch folgendermaßen: äh, Das Thema der Bonds. Ähm, es ist natürlich so, Bonds, das sind äh, die Zinspapiere sozusagen. Ne? Und wenn wir uns das mal hier anschauen wollen, zum Beispiel äh, in, 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 in der Eurozone, ähm, da sieht man natürlich hier. An dieser Stelle, wenn wir uns da mal den Tageschart anschauen, dass das äh, hier auch, äh, sag ich mal, Charts sind, die sich auch bewegen, ne? wo der Markt auch ansteigt oder fällt. Und wenn man, wenn man hier an dieser Stelle sagt, die äh, Bonds steigen, dann heißt das jetzt nicht, dass die Zinsen steigen an dieser Stelle. Äh, sondern äh, sozusagen, dass die Kurse hier gestiegen sind und wenn die Kurse äh, bei einem Bond entsprechend steigen hier nach oben, dann sinken die Renditen. Ja, das muss man einfach mal sehen. Ein steigender Bondkurs ist immer negativ für die Renditen. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, wo man einfach sehen muss. Und das ist das, was ich jetzt nicht einfach so eruieren kann hier an dieser Stelle, wie das mit den US-Bonds gewesen ist gestern, warum das Ganze so gewesen ist. Ähm, wir sehen aber halt sozusagen, dass äh, beispielsweise Zinsentscheidungen. Ich glaube aber nicht, dass da in den USA jetzt groß was ansteht, dass die hier die Zinsen stark senken. Ähm, das ist das eine und das andere ist halt einfach äh, Angebot und Nachfrage. Das heißt, eine starke Nachfrage ähm, sozusagen wirkt ja steigend auf die Kurse auf. Dadurch sinken die Renditen, eine steigende, ähm, ein steigender Verkaufüberhang äh, sozusagen. Aber wenn man einen Verkaufüberhang hat, dann wirkt sich das gegenteilig aus. Dann wird also verkauft, dann hat man mehr, nach, äh, mehr Angebot als Nachfrage. Darauf sinken dann die Kurse. Und die Renditen an dieser Stelle, die steigen wieder. Wie schon gesagt, ich habe jetzt hier äh, das Ganze gestern überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber die Logik, die dahinter steht, wollte ich hier an dieser Stelle einfach mal ganz kurz aufgreifen, ähm, warum das Ganze passiert und wie das Ganze entsprechend auch zu lesen ist. So, das dazu. Ich hoffe, die Frage ist damit zumindest ähm, ein, bisschen, ein bisschen geklärt, äh, das an dieser Stelle hier. Für die morgendliche Besprechung. Wir gehen jetzt allerdings auf den DAX und der DAX an dieser Stelle. Ja, ist für viele ja ein sehr, sehr interessantes Trading-Instrument. Und wir sehen hier, wir haben ja in der letzten äh, Woche haben wir darüber gesprochen, dass der DAX hier unter wichtige äh, Level gelaufen ist. Hier die 12.200. Das war ein, ein Widerstand, ein Support-Level. Dann ist es das Widerstandslevel geworden. Dann ist der DAX auch unter die Linie der 200-Tage gelaufen, hier an dieser Stelle rein. Ähm, und das ist das, was wir in der Historie jetzt sehen. Äh, das, was hier unten läuft, ist einfach auch dieses Unterstützungsband. Ne? Diese Cluster-Level hatten wir ja hier. Hier, äh, an, dieser an dieser Stelle definitiv auch miteinander besprochen. Das heißt, äh, hier äh, sehen wir halt auch, dass der Markt. Diese Level auch antizipiert hat und in diesen Drehleveln wieder zum Stehen gekommen ist und unten raufgelaufen ist. Na, das ist jetzt Geschichte. Das ist einfach das, was wir ähm, hinter uns gebracht haben. Da haben wir gesehen, dass diese Level halten. Ne? In die äh, 11.600 war das sehr, sehr tragende Level. Dann gab es nochmal einen ganz kurzen Spike hier in den Ausbruch rein um die 11.300. Und seitdem sind wir jetzt ähm, über 1100 Punkte wieder angestiegen. Also in den letzten 1, 2, 3, 4, jetzt der fünfte Handel. Tag, laufen wir hier massivst nach oben ähm, rein und das müssen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Denn, und das ist der, äh, der Fakt, das habe ich vorhin auch auf eine Facebook-Anfrage geschrieben. Wenn man sich das Ganze jetzt hier im DAX auch so anschaut, man sieht natürlich hier, wie verrückt die Rallye, ja, Gründe für diese Rallye, ja. Ich sag mal, mal so, das ist nicht selten oder nicht immer an einem gewissen Fakt auch festzunehmen. Man hatte hier natürlich die Angst um die US-Wahl. Man hatte die Verschärfung der Covid-19-Situation. Man hatte diesen Lockdown, diesen Teil-Lockdown in Deutschland wieder auch auf der Uhr gehabt. Das hat alles massiv auf die Kurse gedrückt. Und tja, dann dreht sich das Bild halt irgendwann um. Und da sind jetzt auch wieder sehr, sehr viele Faktoren, die hier gespielt werden, gerade auch auf den DAX beispielsweise. Wenn man einmal sieht, das Thema Short-Squeeze, ja die ganzen leute die hier nach unten schott ausgerichtet waren ähm, die werden jetzt natürlich gegrillt und je weiter der markt nach oben läuft ja umso höher wird ja der druck warum das ist ganz logisch wenn man sieht der markt steigt stark an Erstens, die Shorties, die kommen jetzt rein oder sind reingekommen, müssen ihre Positionen schließen. Zweitens, wir sind wieder über die 200er-Tage-Linie drüber gelaufen. Dann hier oben das Bruchlevel bei der 12.200er. Da liegen häufig auch Absicherungsorders von Shortsellern ähm, an dieser Stelle. Das sind alles Fakten, die wirken hier auf die Kaufseite auf. Dann das Thema, dass Biden jetzt möglicherweise eine größere Chance hat, die US-Wahl zu gewinnen. Ähm, das ist äh, auch wiederum etwas, das die Deutschen positiv antizipieren, was hier erwarten, weil beiden ist auch deutschland freundlicher, sodass man da auch bilateral in den Geschäftsbeziehungen wieder anders miteinander aufarbeiten kann. Also das sind alles Sachen, die sollten sich doch deutlich positiv auswirken und das ist halt der starke Move, den wir jetzt nach oben bekommen, ähm, den wir hier haben. Wie schon gesagt, auf der Chartunterseite ist es jetzt natürlich wichtig, diese Marker hier unten haben wir gesehen, wenn es zu einem Rücksetzer kommt, schauen wir uns das gleich mal noch im kleinen Bereich auch an im Stundenchart, da gehe ich gleich noch mal kurz drauf, im größeren Bilde zu sehen, was haben wir hier oben natürlich, wir sind momentan hier in einem Abwärtstrend verortet und der dreht jetzt einfach hier nach oben um. Und der hat natürlich noch ein Stückchen Weg nach oben vor. Und das sehen wir schön entsprechend auch im Stundenchart. Den raffe ich hier an dieser Stelle mal ein kleines bisschen zusammen, was wir da an Anlaufmarkern haben jetzt nach oben hin. Und was wir hier gesehen haben, ist ja definitiv, ähm, dass wir hier an dieser Stelle schon mal wichtigerweise jetzt dieses Drehlevel hier um die 12.400 Punkte Marke rausgenommen haben. Also hier dieses Level, als wir wirklich sehr, sehr stark massiv nach unten gelaufen haben, da sind wir jetzt oben drüber gegangen und haben dieses Level sozusagen auch zur oberen Seite rausgenommen. Das ist mal der erste wichtigste Punkt hier ähm, an dieser Seite, den wir damit drinnen haben. Was wartet jetzt noch auf der Oberseite auf uns? Ähm, das ist auch ziemlich schnell ausgemacht. Ein paar Zwischenhochs haben wir hier drinnen liegen. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, wenn es hier weiter nach oben geht, also dieser kleine Bewegungsarm sozusagen, den wir jetzt hier sehen, also das, was sich hier nach schön nach oben schlängelt, ich mache das mal kurz im untergeordneten Zeitbereich rein. Hier an dieser Stelle. Schaut mal hier: Bewegung, Korrektur. Man sieht es schön, wie es schwingt. Hier eine schöne Korrektur gehabt. Jetzt geht es wieder nach oben rein. Die Luft nach oben ist jetzt relativ gut offen und was wir hier an dieser Stelle als Anlaufmarke unten drinnen haben, ist natürlich jetzt dieses Level hier, dieser Schwungbereich hier. Wenn wir den übernehmen, wäre das die nächste positive Nachricht und dann können wir schon auch davon ausgehen, dass wir wenigstens erstmal die 12.500 Punkte Marke antesten. Wird auch dieser Test für sehr, sehr positiv aufgenommen, dann haben wir hier oben. Das Drehlevel, warte, ich mache den Chart noch mal kurz ein bisschen klein. Drehlevel, warum? Schaut, hier hinten war das Ganze Unterstützung und hier noch mal ganz kurz Unterstützung, aber wir sind drunter gelaufen, noch mal drüber, noch mal drunter und dann sind wir deutlich drunter. Also dieses Level. Ganz grob hier der Drehbereich um die 12.700. Naja, ich habe es mal klassifiziert mit 20, weil dieser Bereich hier drüben natürlich der na naheliegendere Bereich ist, wo auch mehr Action gewesen ist. Also 12.700 bis 12.720 hier oben. Dieses Level ist jetzt da. Wenn das auch noch rausgenommen wird, also wir sehen, wir haben schon noch deutliche Potenziale auf der Oberseite. Sind hier in diesem Bereich weitere Level im Kleinen zu finden? Das wäre erstmal hier die Marke um die 12.840 und dann hier oben die. Dieser nächste Drehbereich, den wir hier haben, wo der Markt auch hier oben umgedreht ist, um die 13.000-Punkte-Marke, bevor wir dann hier Richtung 13.200 laufen. Da ist viel Luft nach oben. Ja. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das mit einem Schlag nach oben anlaufen oder aber ob wir hier an dieser Stelle nochmal eine Gegenbewegung kommen. Da gehe ich mal ganz kurz in den Tageschart rein, was wir hier an dieser Stelle sehen. Also ganz klar, was wir hier jetzt sehen aktuell, ist ja die Tatsache, dass wir hier. Auch im kleinen Bereich sieht man das, dass wir hier innerhalb eines Abwärtstrends verortet sind. Also ich mache es mal kurz an. Also hier, das hier ist der größere Abwärtstrend. Ja, das ist das eine. Und das zweite, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist, dass wir hier den Markt doch deutlich nach unten trenden haben. Unter extremer Volatilität sind wir hier im übergeordneten Bild halt immer noch verordnet in einem Abwärtstrend. Und wir haben jetzt hier bezogen auch auf das Letz den letzten Schub nach unten einfach nur eine Korrektur zur Oberseite hin. Das ist jetzt im Lauf, aber wir haben hier, wir wissen es ja mittlerweile selber auch noch einiges an Potenzialen auf der Chart-Oberseite. Ne? Also ich könnte hier noch ein paar mehr Linien einziehen hier an dieser Stelle zum Beispiel hier dieses Drehlevel hier an dieser Stelle um die knapp 12.600 Punkte-Marke ebenfalls noch ein Anlaufpunkt. Also wir haben sehr sehr viel. Die psychologische Marke von 12.500 Punkten ist auch noch da. Da ist eine Menge Menge da, was wirklich Feuer reinbringen kann in die Märkte, wo wir dort Kauforders haben, die dann natürlich hier in diesen Schub mit raufgehen. Das ist das eine. Jetzt müssen wir aber auch an dieser Stelle konstatieren, irgendwann wird es ja mal zu einer Korrektur kommen. Und es ist halt nicht selten so, wenn wir echt so einen extremen Move nach oben haben und alles abgefrühstückt wird, äh, was jetzt da ist. Da fehlen dann irgendwann einfach die Käufer, ähm, die den Markt weiter vorantreiben. Und wenn wir dieses Level haben... Das ist dann der Punkt, wo wir in die korrektive Phase reinlaufen und da können wir hier an dieser Stelle auch mit den Chartmustern arbeiten, nämlich das, was wir hier momentan sehen, ist sozusagen hier dieser starke Kanal nach oben, also das, was wir hier oben rein sehen, der Auflauf, wenn wir da unten drunter ausbrechen, das ist dann die Korrektur und da wird es wirklich interessant, wie es weitergeht. Wie gestaltet sich die korrektive Phase? Wo laufen wir rein? Brechen wir komplett zusammen? Das wäre dann sozusagen die Fortsetzung des größeren Trends, den wir hier haben, beziehungsweise die Aufnahme, die Wiederaufnahme dieser Abwärtsbewegung hier. Oder machen wir hier eine Korrektur, drehen rum, und schieben es dann nach oben. Das wäre natürlich hochinteressant, weil dann könnten wir die Korrektur nach unten traden, um dann den Weg nach oben zu sehen, wenn der Ausbruch dann in die Gegenrichtung kommt. Ja, das ist jetzt hochinteressant, hochspannend, das ist nichts, was heute und morgen entschieden wird, wie es da ausgeht, aber das können wir auf der Uhr haben und das ist wirklich eine sehr sehr spannende Geschichte hier mit dem Blick auf den DAX. Hier zieht er heute wieder schön nach oben mit an. So, das hätten wir da. Und dann gehen wir mal in die Währungen. euro kann, dollar steht auf der Frageliste hier. Wir schauen jetzt mal auf das, was ich vorhin auch angekündigt habe. Das heißt zunächst mal das Währungspaar Euro-Singapur-Dollar. Wartet mal, jetzt muss ich erst mal kurz schauen. Den muss ich hier rüberholen. Den haben wir so selten auf der Uhr. Dass ich da noch gar keinen Schad zu offen hatte. Aber das Level, äh, was hier passiert, ist halt doch interessant zu sehen. Deswegen äh, habe ich den heute einfach mal kurz mit reingebracht, äh, um auch mal zu zeigen, was man auf dieser Richtung ähm, auch noch mit ausarbeiten kann, sozusagen. Ich mache hier bloß mal kurz die Einstellung äh, rein, dass wir hier so arbeiten können, wie wir es brauchen. Ähm, nämlich, wir sehen hier ein sehr, sehr interessantes Level. Ja? Wer hat das Ganze sich jetzt mal betrachtet? Wir sind hier kurz mal der Schal die schalter auf die woche schön nach oben aufwärtstrend der woche haben wir da was sehen wir noch wir sehen hier die korrektur im aufwärtstrend innerhalb eines kanals also schöner schöner korrekturkanal den wir hier an dieser stelle haben ähm, und ich mache mal kurz das bit und ask raus das stört mich ein bisschen bei der analyse hier was wir noch sehen ist die tatsache dass wir hier innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends auf der Woche, also hier dieses große, große Bild, warte, ich mache das mal kurz grün, ähm, dass wir da die Korrektur jetzt in ein schönes Level reinbekommen haben. Das ist das Interessante hier an dieser Stelle und das zeichne ich jetzt gleich mal noch mit ein, was ich damit meine. Das nehmen wir uns gleich mal von der Woche mit rauf. Weil es ist auch in der Woche ein relevantes Level. Ich raff das mal ganz kurz hier zusammen. Also mich jetzt bitte nicht äh, für wahnsinnig erklären, warum ich die Woche jetzt auch noch mit zusammenraffe. Aber ähm, das Level, wo wir hier, beziehungsweise hier unten in diesem Bereich sind, hier, das sind halt interessante Level für den aktuellen Trading-Bereich, wo wir reingelaufen sind. Und das dritte Level, was wir jetzt hier haben, was ich hier noch mit anzeichnen möchte, ist das hier unten. So, also. Wir sehen die Level hier im Chart. Welche Level spielen momentan noch keine Rolle oder keine Rolle mehr? Das ist das hier oben. Ne? Das ist abgefrühstückt, deswegen nehme ich es raus. Dann dieses Level hier. Ne? Das ist jetzt auch erstmal abgefrühstückt. Das sind wir drunter. Das nehme ich auch erstmal raus. Da kam jetzt hier auch auf diesen Ausbruchslevel ähm, keine, äh, sage sag ich mal, nachhaltige Nachfrage. Woran sehen wir das? Das erkennen wir hier, dass wir hier in dieses Level reingelaufen sind. Dann sind wir stark nach oben gelaufen und haben dann wieder abverkauft. Das Level, was jetzt allerdings mehrfach getestet wird, ist genau dieser Bereich, den wir hier haben. Und der ist interessant für das untergeordnete Bild hier an dieser Stelle. Denn hier in diesem Bereich ist der untergeordnete Trend entstanden. Also das, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, das ist da die interessante Sichtweise. Das heißt hier Trend in Trend in Großen, ja, aber es zählt halt. Und jetzt trendet der kleine hier runter. Auf dieses Ausbruchslevel. Das ist interessant. Und das ist das, was für den Tageschart jetzt durchaus ein interessantes Level ist. Wenn wir einfach mal schauen wollen, hier schlängelt sich der Markt nach unten. Das geziere ich mal kurz mit meinem Zeichentool. Hier in Rot auch. Also das, was wir hier sehen, sind sozusagen hier die fallenden, äh, der fallende Kurs nach unten hin. Hier der kleine Zacker noch mit nach oben ähm, in diesem Bereich auch rein. Hier und jetzt sehen wir. Dass der Markt hier ähm, höheres hoch gemacht hat. Unten lupft er an hier, diesen Bereich, um das Level hier, Moment, das mache ich auch gleich mal noch äh, mit rein. Hier, dieses Level, was wir hier haben, dieses Ausbruchslevel aus diesem Bereich hier. Irgendwo die Marke um die, ähm, was haben wir hier? 1,586, 1,587 in etwa. Das ist jetzt interessant, denn wenn wir hier die Stärke reinbekommen, ist das durchaus eine Chance, durch die Oberseite raufzulaufen. Und das ist jetzt die Chance, die wir hier bekommen, ähm, das Ganze anzuspielen. Wenn wir hier direkt jetzt schon in diesem Level den Markt nach oben laufen sehen, dann haben wir Chancen, aus dieser Korrektur auszubrechen und den Weg nach oben mitzunehmen. Und das ist in meinen Augen doch einen Blick wert in dieses Währungspaar, um das Ganze mit raufzubringen. Wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter schauen möchte, die Korrektur, sollte sie sich nach unten aufdehnen und der ein oder andere sagt, Mensch, das es ist ja gar nicht so uninteressant, dieses Währungspaar mal mit auf der Uhr zu haben, bezogen auf diesen, wartet mal einen Moment, auf diesen trendigen Markt nach oben, diesen Arm hier, den wir hier haben. Ist hier unten in diesem Bereich das Zwischentief, grob um die Marke von 1,558 zu sehen. Da kann die Korrektur ohne weiteres noch hinlaufen. Das ist ohne weiteres drin, aber die Oberseite ist halt auch interessant. Und das ist das, wo ich sage, okay, das ist so das Thema, wie erstelle ich mir denn auch eine, eine, eine Watchlist im Trading, was sind die Dinge, die ich sozusagen für die Handelsvorbereitung auch mitnehme und da fällt sowas mit rein. Übrigens, Thema Handelsvorbereitung, so ein bisschen die Geheimnisse äh, der Arbeit, die ich hier regelmäßig jeden Morgen mache, darüber sprechen wir nächstes. Woche auf der Online World of Trading. Da habe ich einen Vortrag vorbereitet. Das wird auch sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Jut, Euro, Singapur, Dollar. Hätten wir damit angekratzt, dann schauen wir noch. Auf das Währungspaar äh, Australdollar dollar neuseeland dollar Das hatten wir hier schon das ein oder andere Mal da. Wir sehen jetzt hier den 4-Stunden-Chartverlauf mit einer Aufwärtsbewegung. Ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ist aber die Verortung im Abwärtstrend. Und das finde ich wiederum, oder wohlgemerkt, eine schöne, spannende Geschichte. Denn das Level, wo wir momentan stehen, schaut mal hier. Das ist jetzt der laufende Abwärtstrend, den wir hier nach unten haben. Also ich fokussiere mich jetzt mal auf den Trend, den wir hier an dieser Stelle nach unten äh, laufen haben. Heißt also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Tiefe Bewegung, jetzt die korrektive Phase. Und das ist das Spannende, was ich hier an dieser Stelle sehe, ist, wenn wir hier tatsächlich rumdrehen. Denn schaut mal, wo wir hier reingelaufen sind. Wir sind direkt ins Ausbruchslevel reingelaufen. Das mache ich jetzt gleich auch mal ähm, als rötliche Farbe. Und das ist natürlich jetzt die interessante Geschichte, die wir hier sehen. Die Story of the Day. Was passiert hier oben? Wir sind gestern mal drüber gelupft, das sehen wir hier. Das Zwischenhoch haben wir gehabt bei 1,065. Äh, an dieser Stelle und sind dann zurückgekommen. Und das ist jetzt echt die spannende Geschichte hier. Wartet mal, ich nehme mal kurz ein paar Sachen raus, die wir jetzt hier nicht brauchen. Ähm, das ist jetzt interessant, denn hier an dieser Stelle auch, wie ich es gerade gezeigt habe, das ist jetzt sozusagen ähm, die Flagge. Und das ist jetzt hier mehr oder weniger eine bärische Flagge, weil die verortet ist innerhalb dieses Trends. Und schaut mal, wir können das Gleiche sehen. Das hat hier schon mal funktioniert in diesem Trend. Ähnlich hier. Hier muss ich jetzt natürlich mal kurz ein bisschen anpassen. Aber hier hat man auch in einer Art eine Flagge drinnen laufen, in einem korrektiven Muster, die dann nach unten ausgedehnt wurde. Und das hat gut funktioniert. Und wo hat dieser Markt da oben rumgedreht? Schaut euch das mal an. Hier. Genau in so einem Drehlevel. Also, das ist schon interessant zu sehen von der Verortung her. Und wenn wir hier jetzt tatsächlich die Umkehr nach unten bekommen, dann wird es spannend. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Stundenchart auch an. <laughs> Denn. Wenn man das Ganze mal so sieht, wird es ja immer die Frage, wo liegen denn die Potenziale? Bei den Potenzialen möchte ich an dieser Stelle mal noch auf etwas anderes eingehen. Wir haben natürlich noch Luft nach oben hin. Ne? Also wenn wir hier in die Fortsetzung dieses kleinen korrektiven Aufwärtstrends gehen, hier über die Marke von ungefähr ähm, 1074, dann haben wir hier oben noch ein paar Anlaufpunkte. Also hier, das wäre dann mal dieses kleine Zwischenlevel, was wir haben. Als nächster Anlaufpunkt oben die Marke von 1,0 knapp 79. Das wäre das, was wir hier sehen. Und dann hier im Kleinen noch den Drehbereich, den wir hier oben hatten. Also hier an dieser Stelle ist das ja ein Level, was durchaus ähm, Markt äh, sozusagen Relevanz hat. Hier der Drehpunkt um die knapp 1,085. Potenziale nach oben hin sind. Da brechen wir allerdings runter, unten drunter durch. Dann haben wir wirklich die interessante Story, wo geht es nach unten hin? Und da können wir uns schön auf das beziehen, was wir jetzt hier unten drunter sehen. Das heißt, hier die Zwischentiefs, die wir hier haben, das ist ein interessantes Level. Hier unten dieser Bereich. Schaut mal, da haben wir hier auch einige liegen. Die kann ich jetzt gar nicht alle anzeichnen, weil wir da unten nichts mehr sehen. Aber da haben wir hier äh, um die 1,06, äh, hier unten die 1,05. Äh, was ist das, 94, 95, dann hier unten dieses kleine Zwischentief. Also da ist schon einiges, was an dieser Stelle sozusagen ähm, als gut planbare Anlaufpunkte da sind. Und das kann man sich durchaus anschauen. Wie sieht es aus? Wie würde so ein Bruch an jetziger Stelle ausschauen? Das möchte ich an diesem Punkt auch mal kurz skizzieren. Weil das sind die Fragen, die dann immer kommen. Also das heißt, wir sind ja jetzt momentan hier noch verortet in diesem Aufwärtstrend, der hier schön nach oben läuft. Und initial aus jetziger Sicht würde das Ganze so ausschauen, wenn das passiert. Also jetzt aus diesem Punkt heraus der Weg nach unten, dann sehen wir das, was wir hier jetzt haben als Korrektur und wir machen kein neues Hoch und drehen dann nach unten ab. Das ist dann der Punkt, dann haben wir den Gegentrend und dann haben wir die Chance hier ein Stück weit unten reinzulaufen und das sind da genau die Level, die dann hier unten interessant werden, die wir hier anskizziert hatten die wir da sehen können, das ist das, was dann auf der Unterseite auf der Uhr liegt hier mit Blick in den Chart vom Australdollar dollar So, dann haben wir das. Oh, der Lutz, Lutz, du bist heute zu spät. Spul mal ein Stück zurück, dann kannst du die DAX Analyse nochmal anschauen, ja? Deswegen ist das cooler Facebook, da kann man auch zurückspulen. Gut, übrigens, wer die Videos auch im Nachgang immer wieder schaut, auf Facebook können wir zurückspulen. Auf unserem YouTube-Kanal bei TikMil kann man das Ganze natürlich auch immer wieder anschauen. Deswegen, wer das verpasst, einfach dort reinschauen. Und wer hier live morgens dabei sein möchte, der meldet sich entsprechend auch einfach an auf der Facebook-Seite von TikMil. Also TikMil Deutsch, einfach ein Like geben. Oder aber, ich mache es gerade mal auf dem anderen Monitor auf, ähm, hier einfach mal auf die Website von TikMil gehen und dann auf Werkzeugen, auf die Webinare gehen und dann hier entsprechend für das Webinar anmelden. Ne? Und da haben wir jetzt morgen zum Beispiel die Handelsideen, die hier dann drin sind, einfach draufklicken und anmelden. Apropos ähm, Werkzeuge, wir hatten hier auch die Frage bekommen zum Autochartist, wo man das findet? Einfach hier äh, bei den Werkzeugen in der Tickmill Seite also auf der Tickmill-Seite hier auf Deutsch einstellen, dann haben wir hier den Auto-Chartist und den kann jeder hier bei Tickmill äh, sozusagen zum Traden benutzen ähm, und damit auch nach, äh, sag ich mal, ähm, äh, mal Chartmustern suchen, also das Scanning auch vereinfachen ähm, und die Handelsalarme setzen. Das ist ja auch immer wieder etwas, wenn man sich als nebenberuflicher Händler sagt, naja, das ist jetzt hier interessant, das wird aber für mich erst interessanter oder noch interessanter, wenn wir hier an ein bestimmtes Level mit reinlaufen. Man kann hier Alarme setzen, dass man davon benachrichtigt wird und nicht permanent am PC sitzen muss. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Einfach mal damit beschäftigen, ähm, ist jetzt hier neu bei Tickmill für unsere Kunden zum Traden auch zu benutzen. Also alles, was das Traden einfacher macht, braucht man ja, wenn man versteht, wie die Märkte funktionieren sind. Das dann Werkzeuge. Die den Handel definitiv unterstützen. So, und jetzt kommen wir zum Thema Wunschmärkte. DAX ist wie schon gesagt durch. Ähm, muss man sagen, wo haben wir es gehabt? Euro, Cannen-Dollar. Hier haben wir, hm, sehr gerne, also Währungspaar. Euro-Kanadischer Dollar. Hier ist er. Wir schauen zuerst einmal eben auf den Tageschart an dieser Stelle. Wir sehen ja hier in diesem fetten Bereich, wo wir sind, ähm, innerhalb eines Unterstützungsbereiches, den wir jetzt von unten nach oben anlaufen. Ähm, das sehen wir hier an dieser Stelle. Wir hatten das Währungspaar ja auch schon besprochen, deswegen auch dieser fette Unterstützungsbalken drunter. Ähm, gestern der Tag hier entsprechend auch hochvolatil. Hier ähm, in den, in den Major-Währungen hat man das sehr, sehr oft. Deswegen sind jetzt in den letzten Tagen Immer mal auch die kleineren Währungspaare mit reingekommen, weil sich diese extrem hohen Volatilitäten halt für die extrem kurzfristigen Trader gut machen, aber für die Swing Trades, für diejenigen, die nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen können, als halt schwierig sind. Da verlegen wir den Fokus halt auf anderes. Man kann ja genügend traden. Jetzt schauen wir uns das aber hier an, was hier passiert. Und was hier passiert, ist eines, und das ist ganz, ganz klar. Wir sind hier verortet in dem Abwärtstrend. Ne? Das sehen wir hier, der läuft durch. Äh, und wir sind hier in die Trendfortsetzung reingekommen. Wir haben hier diese sehr, sehr dynamische Abverkaufskerze nach unten hin gehabt, also diese hier. Und seitdem verharren wir hier im Korrekturmodus. ja, Und wir kommen hier unter die 1,54 oder um die 1,54 nicht so richtig voran in diesem, in diesem Level. Ähm, da hängt der Markt so ein bisschen hochvolatil, Hochschwankungsbereich. Was jetzt interessant ist, ist natürlich, wir schauen uns das Ganze gleich mal in der kleineren Zeiteinheit an. Wie geht es weiter? Denn. Was wir jetzt hier schon sehen können ist Klein Augenblick. ich auch hier räume ich mal noch ein bisschen auf. Äh, was wir hier an dieser Stelle sehen können, da hat sich jetzt noch nichts entschieden ja. Das ist jetzt nur das Verharren an dieser Stelle. Aber möglicherweise ergibt sich hier einiges. Was man dann sehen kann, ist einfach das, was wir hier untergeordnet haben. Das ist momentan nicht richtig sauber. Aber wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir sind ja sozusagen unten reingelaufen hier. Und dann in die Korrektur gegangen. Das ist jetzt das Level. Wenn wir das bekommen, kommen wir hier aus der Korrektur nach unten hin zurück. Und das ist das Interessante. Wie schon gesagt, da müssen wir ein bisschen abwarten, bis es hier eine klare Richtung gibt. Aber wir sehen halt in den kleineren Zeiteinheiten schon... Dass wir hier Richtungswechsel durchaus auch haben. Und das ist jetzt der Blick mal in den Stundenchart. Deswegen schaue ich mir die kleinere Zeiteinheit an. Und da ist es jetzt halt interessant, was wir hier sehen und was sich daraus ergibt. Das ist jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen abwarten. Möglicherweise kriegen wir hier heute mal eine Entscheidung. Aber das, was sich hier ergibt, ist schon echt hochinteressant. Tja. Und das sieht mir ein bisschen so nach einem Short-Umkehrmuster aus, ja, das, was wir hier sehen. Das heißt, wenn wir das Ganze für den heutigen Handelstag, also wie schon gesagt, das ist jetzt noch längst nicht entschlossen oder, oder ich muss das Ganze mal beobachten. Ich nehme es äh, wahrscheinlich final dann morgen mal mit rein, was sich daraus ergibt. Aber für das kurzfristige ist jetzt natürlich interessant, wir haben hier das Battle um diesen alten Ausbruchsbereich. So, und das ist das, was jetzt spannend wird. Und zwar aus folgender Sicht. Wir haben hier unten, ja, aus diesem Punkt hier den. Boden der ist jetzt hier gefunden. Mehrere Beruhigungspunkte haben immer wieder zu Kursaufschlägen geführt. Und wenn wir jetzt hier in die Situation kommen, dass wir die erste initiale Aufwärtsbewegung haben, hier in irgendeiner Art und Weise sowas wie eine hohe Flagge haben an dieser Stelle, ja, oder aber eine Korrekturausdehnung nach unten hin, das Muster müssen wir erst abwarten. Also da kann jetzt einiges draus werden. Entweder äh, so eine Gegenbewegung zur Unterseite hin und dann der Schub nach oben ähm, oder aber die andere Geschichte. Das müssen wir jetzt sehen. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, was hier in diesem Umfeld passiert. Denn wenn das passiert, was ich jetzt mal skizziere, haben wir die Gegenbewegung drin. Und das wäre dann der nächste oder die nächste Chance sozusagen, hier die Umkehr doch von unten rauszubringen und wieder über dieses Niveau drüber zu laufen, was wir hier drüben schon mal gehabt haben. Also hier da oben rein. Und wenn das Ganze rausgenommen wird, da sehen wir es schon. Da wird das, was hier im größeren Bild angezeigt wird, nach oben rausgenommen. Dann haben wir hier auf größerer Basis wieder einen Aufwärtstrend. Und dann wird es interessant. Dann hat der Markt tatsächlich die Potenziale, oben reinzulaufen, um die 1,56 oder 1,55,8 hier oben und dann oben drüber die 1, 56, 6, 56, 7 Die Chancen, die stehen da. Und der entscheidende Raum oder der entscheidende Faktor wird halt sein, was jetzt hier in diesem Drehbereich passiert. Und da gibt es die Entscheidung. Laufen wir hoch? Haben wir Chancen, erst einmal hier in den Zwischenbereich reinzulaufen? Also hier Richtung oben rauf, auf dieses Zwischenhoch hier, ganz knapp um die 1,54,9. Fallen wir unten drunter. Da wird es natürlich erstmal interessant, was hier in Richtung dieses Haltelevels unten ähm, bedingt. Aber. Für die kurzfristigen Trader ist interessant, wie sich die Korrektur gestaltet. Denn das, was wir hier als Initial oben rauf bekommen haben, pendelt ja jetzt hier in diesem Außenstab. Und wenn wir eine, einen Ausbruch des Außenstabs nach unten bekommen, dann wird es spannend. Und das ist für die kurzfristigen Trader echt interessant, denn dann haben wir nahe Anlaufpunkte. Und jetzt, wie schon gesagt, wirklich, das ist die Kurzfristigkeit. Ja, Also hier Nummer 1 um die knapp 1,53. 97. Nummer 2 hier unten der Drehbereich um die 1,53,85. Nummer 3, ja, wir sind noch nicht fertig, hier drüben dieser Bereich um die knapp 1,53,78. Das ist wirklich spannend und die Entscheidung fällt halt wirklich hier in diesem Level, was wir hier haben. Da haben wir sozusagen den Außenstab in der Stunde gehabt. Und wenn der unten drunter durchbricht, da sehen wir hier auch, dass es dieses Kauflevel, was wir gehabt haben, das ist dann initial. Und da könnte es kurzfristig einen Schub nach unten geben, der in dem Gesamtbild hier auf der Stundenbasis jetzt die Korrektur nach unten ausdehnt, die Longchance weiter offen hält. Aber wir sehen es ja hier, was wir unten drin haben. Da ist einiges am Potenzial kurzfristig. Ne? Also, Holger, ich hoffe. Ähm, das passt soweit von der klassischen Analyse für dich. Wir haben es jetzt sieben nach neun. Ja, weitere Fragen habe ich momentan noch nicht. Heißt also hier Danke fürs Zuschauen. Wir schauen weiter gespannt auf das, was um die US-Wahl passiert. Sehr interessant wird heute, was die Fed zu erzählen hat. Und ja, morgen Handelsideen. Dann Frage und Antwort. Da geht es nochmal für diejenigen, die später eingeschaltet haben, um das Thema US-Wahl, um das Thema Indexentwicklung, um das Thema, was können wir von beiden erwarten. Da ist eine Menge da morgen auf der Uhr. Es bleibt spannend und es macht auch morgen wieder Sinn mit einzuschalten. In diesem Sinne, allen einen erfolgreichen Trading Donnerstag und bis morgen früh. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.